Mein Güte, herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy. Wir haben jetzt die letzte Folge. So, wir haben jetzt die Folge jetzt gut absolviert, haben den Typen da gerettet. Jetzt müssen wir weitermachen mit einer weiteren Mission. Was machen wir denn mal heute? Nee, Hauptmission mache ich jetzt nicht. Wir machen mal die finsteren Tiefen. Ich hab jetzt auch ein bisschen Bock drauf. Tschüss. Aha, ja, super. Geil, kann unsicher. So, ich halte mich jetzt mal ein bisschen raus aus der Nummer und wir gehen heute zur finsteren Tiefen. Und ich möchte ganz kurz, muss ich mal zurück nach Hogwarts und dann will ich mal ganz kurz. Die sind nämlich hier unten irgendwo. So, jetzt muss ich gerade gucken. Hier unten ist eine Flohflamme. Diesen besonderen Ort, natürlich, klar, der Ort von Snape. So, wir reisen mal rüber. Kann ich hier mehr, kann ich die Schiller schwimmen? Ah ja, du, vor allen Dingen im Winter ist das immer gut. Ja, ich stelle mich auch gerade so ein bisschen an, als gäbe es keinen Morgen. Aber ich will die eigentlich gerne mal machen, diese Tropfenhöhle. Ich hoffe, dass wir das so hinkriegen, relativ zügig in einer Folge. So. Tauri, Tauri. Sieh mal an. Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Oh, ja, I love it. Wieder ein tolles Rätsel. Jetzt müssen wir wieder Schmetterlinge finden, ja? Was so eine blöde Frage, wo finde ich jetzt Schmetterlinge? Ja, auf jeden Fall weiter. Luke, so. Du musst jetzt mit mir mitkommen. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Der Rest vom Schützenfest. So, die zwei. Oder auch nicht. So, wo ist denn das andere dritte Ding? Da. Lumos. Super, hat sich ja gelohnt. So, jetzt habe ich die dritte noch. Komm her, kleine Mutter. Und was haben wir hier? Frage ich mich. Sich darüber freuen. Ein mährisches Artefakt. Ja, wie gesagt, wenn die Folge etwas kürzer wird heute, dann seht es mir bitte nach. Wir machen nämlich eine Mission pro Folge. Quasi eine Mission, wenn ich muss ein bisschen was vorbereiten. Es kann also sein, dass die relativ zügig geht, die Mission. So, wir bringen zum Nerida mal ganz kurz. Kann ich ja ein bisschen. Ich bin eigentlich sofort zum Schwimmen. Aber weil das sich einfach ein bisschen scheiße anstellt, ja. Aber naja. Ja, ich verbinde diesen Ort einfach wirklich mit dem Traurigen, mit dem Tod von Snape. Es ist so. Er ist nämlich hier von Lord Voldemort umgebracht worden, weil er es jetzt im Buch gesehen hat. So, gucken wir mal, ob Nerida vorbei ist. Moinin! Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig. Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Ja, viel Spaß. Schön, dass wir gesunde diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad. Wundervoll. Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Persönlich. Vielen Dank.
Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Ich muss das unbedingt untersuchen. So, Auftrag abgeschlossen für Zirre Tiefen. Aber wir werden uns mal ganz kurz in den Raum der Wünsche begeben, weil ich noch ein, zwei Dinge zu tun habe. Und zwar irgendwas da oben packen, ein bisschen Kohle machen. Wir brauchen nämlich den großen Topf doch. Ich würde gern mit Ihnen sprechen. Aber nicht jetzt. Ist das hier? Den Topf. Nee, Trickstation wollte ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich zu dem Definierding hier. Dunkler Sonnenhut und eine abgegriffene Quidditch-Uniform. Bringt die jetzt irgendwas? Also, angeblich bringt sie was, ja. So, Aufträge. Aufträge, Ausrüstung. Also, Aufträge wollen wir heute keinen mehr machen. Nein. Wäre zwar die Möglichkeit, ein bisschen stärker zu sein, aber wir können nicht, ne? 22 ist das. Das müssen wir warten, bis wir noch ein Level hoch sind. So, was haben wir hier? Ja, in erster Linie mal eine Offensivsteigerung. Und im Zweifel noch mal eine Offensivsteigerung. Gut, schön. Aber ich möchte mal ganz kurz mich Erscheinungsbild ändern. Wir brauchen nämlich keine. Ich will keine scheiß Brille haben. Zwischen Ruhe mit den scheiß Brillen. Meine Güte. Dann mal Kopfbedeckung noch schnell. Oh ja. Aber hier, auch hier will ich nichts. Und den komischen Schal nehme ich noch ab. So. Gut, dann gehe ich mal kurz rüber zu einem Händler, verticke das Zeug und kaufe den großen Topf, wenn möglich. So, Diek möchte jetzt ja erstmal nichts. Karte. Hogsmeade. Und ich muss hier hoch. Und zwar von dort aus. Lass mich warten, ich darf jetzt. Ich kann natürlich nicht fliegen, ne? Natürlich nicht. Warum auch? Oh, das ist wieder eine Busseite. Krieg ich von hier? Nee, krieg ich nicht. Das wird weg. Ja. Komm mal her, mein Freund. Fast alle. Also zumindest die der Vorgaben. Ich muss da hoch. Das ist der übelste Umweg. Warum immer da keine Dings drin ist? Kein. Keine Flurflamme. Na, machen wir das doch mal doch. Wir können ja tatsächlich fliegen bis da hoch. Das ist für mich voll umständlich, gerade was ich tue. Moinsen! Entschuldige, tust du mir einen Gefallen? Nicht jetzt. Ich wollte euch einen Händler mal aufsuchen. Ich muss ja. Aber ich gehe mal hier rein kurz. Weil ich muss ja weitermachen, ich muss die Samen kaufen. Ich weiß nicht, ob ich welche vorrätig habe. Warte mal.
So, jetzt kann ich nämlich die ganze Ausrüstung verticken. Ihre Sachen sind bei mir sicher, bis sie verkauft werden. Dann müssen sie sich mit Geld begnügen. So, das ist alles verkauft. Rundsam, so. Dann mache ich Chinesische Kauku, Raune. Dünger. Nee, ich muss aber allerdings. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Nicht wasserwegerig, sondern. Sondern. Die magische Rübe auch nicht. Doch, das war schon richtig. Weil ich muss nämlich, wie gesagt, ich brauche einen großen Topf vor allen Dingen erstmal. Und vorher kann ich nichts machen mit dem Flussgras. Und die Flussgraszahn. Ich befürchte aber nicht, dass ich beides kriege. Sie da. So. Flusskreis dann. Rüttelig Samen, Mörderkraut Samen, Samen. Wieso kann ich diesen scheiß Topf nicht holen? Die kaufe ich auf alle Fälle schon mal. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Und damit haben wir, glaube ich, erstmal alle Aufgaben. Die magische Rübenkarren, ja, Anbruchseite gefunden, und zwar Nummer 15 in Hogsmeade. Und damit haben wir eine weitere Herausforderung. So, warte mal, wo muss ich jetzt hin? Rein theoretisch muss ich ja, da gibt es noch einen dritten Laden, oder nicht? Hält so ein Schriftstrahl da unten? Kann das sein? Ist das richtig im Schirm? Ich muss das jetzt nachgoogeln, nochmal nachgucken. Weil eigentlich muss ich ja nur das Thema mit dem roten großen Topf annehmen. Geht sofort, ich mache jetzt hier gleich Ende, wenn wir, wie gesagt, wenn ich mal weiß, was mit dem großen Topf Sache ist. Was Sache ist mit dem großen Topf jetzt? Hallo, kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Achso, das ist sowas im Interagieren, nichts Wichtiges jetzt. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Station, Tierwesenfutter, der Topf, Pflanze, mit dem großen Topf. Da ist er doch! Den wollte ich haben! Nichts das ist schöner als genau das Richtige zu finden. Das ist genau das, was ich gerade. Ich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Das ist nämlich genau das, was ich machen wollte. Und damit kann ich rein theoretisch jetzt die Aufgabe mehr oder weniger nicht abschließen. Aber Moment, kommt der Wünsche Fragezeichen? Nämlich die Aufgabe von Professor Garlic. Abschließen. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Bitte mal Flammöbel. So scheiße, wo ist denn der Topf? Hab ich den jetzt noch nicht? Warte mal. Mit kleinem Topf. Mit kleinem. Habe ich jetzt klein gekauft? Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich einen scheiß falschen Topf. Klein. Okay.
Nee, ich habe schon das Richtige gekauft. Ich habe schon das Richtige gekauft, Gott sei Dank. Ich habe jetzt echt dran gezweifelt, dass ich jetzt einen falschen Dings gekauft habe. So. Erledigt. Ach, ich wollte kein Dipt haben, sondern Flussgras. So, das haben wir zumindest mal. So, jetzt bin ich raus für heute. Während wir die nächste Mission machen, wird das Flussgras wachsen und dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Das war jetzt eigentlich der Gedanke dahinter. Gut, ich bin raus für heute und dann geht's quasi hoffentlich morgen weiter. Bis dahin, tschüss.